Leute, bei den Snow Brothers. Unsere Bar hat leichte Winterprobleme. Man sieht es vielleicht, wir haben Minusgrade hier drin. Wir haben hier keine Heizung. Das Wasser ist auch am Gefrierpunkt. Ich würde sagen, es wird langsam Zeit, die Bar zu verlassen und in unser neues Hauptquartier einzurücken. Bis gleich. Leute und herzlich willkommen bei den Smoke Brothers! Heute mit einem neuen Video, was ja a little bit sponsored by Smoke, Space Smoke ist. Many thanks to Space Smoke for the little present of From Germany to Russia. Jo, wir stellen euch heute die Space Smoke Pasten vor. Das ist, könnte man sagen, ein Tabakersatz, es ist Paste. Und ja, kommen wir erstmal zu ein paar Eckdaten von dem ganzen Zeug. In diesen Pasten befinden sich 30 Gramm in etwa drin. Das reicht so für 2 bis 3 Köpfe, je nachdem, ob ihr sie mischt oder ob ihr sie pur raucht. Zu den Anwendungsmöglichkeiten, man kann es mit Tabak kombinieren, man kann es sogar pur rauchen. Wir werden euch heute 2 Varianten vorstellen. Der Colin stellt euch die Variante vor mit Tabak. Dazu haben wir uns den American Pie von Ugain ausgesucht, den wir ein bisschen mit den Cinnamon Gum von Space Smoke peppeln. Ich werde euch heute die pure Variante zeigen mit dem Monster Green und ich weiß noch nicht, was ich dazu mix. Ich würde gerne 50-50 Mische machen. Und ja, kommen wir zum Kopfbau. So, da sind wir auch schon zum ersten Kopfbau. Ich baue heute in dem Werkbund Zeus mit den schönen American Pie von Kokain, wie man vorhin schon gesagt hat. Und der wird noch ein bisschen upgraded mit dem Space Cinnamon Gum. Space Smoke, so rum. So, Tabak. Erstmal ein bisschen schön. Boah, geil. Kokain, wie man es kennt, ne? Feucht und fluffig. Während du jetzt den Kopf zusammenbaust, erzähle ich noch mal ein bisschen was zu der Paste. Sie ist meiner Meinung nach mit Nikotin, gibt es aber auch in einer nikotinfreien Variante. Kostet für die 30 Gramm um die 5,99 Euro. Kommt drauf an, wo ihr sie kauft natürlich. Direkt beim Hersteller meine ich, kostet sie 5,99 Euro die Tube. Ist jetzt auf den ersten Blick relativ viel. Das sind 2 Euro pro Kopf in etwa. Ja, kann man machen, aber wie gesagt, das Ding wird auch laufen wie normaler Kopf. Das werden wir euch gleich nochmal erzählen. Auch nochmal ein paar Eckdaten, auch zu den Mischverhältnissen. Vor allem auch jetzt gerade, wo es in Richtung neue Tabaksteuer wieder geht, die Tabakmengen angeglichen werden, dass man nicht mehr diese großen, was haben wir jetzt, 200 Gramm Packungen kaufen kann, ja, von Tabak, ist es vielleicht dann in Zukunft ein guter Ersatz. Weiß ja nicht, ob, wenn das dann mehr Leute kaufen, ob da die Preise vielleicht ein bisschen runtergehen werden. Das sehen wir dann alles. Ist ein russischer Hersteller und die haben uns natürlich auf Instagram angeschrieben und in diesem Fall solltet ihr uns natürlich auf Instagram abchecken und das Smoke riecht so geil. Unterstrich CF. Lasst ein Abo da, liked unsere Bilder, um keinen exquisiten Content mehr zu verpassen. Ja, so, Colin ist auch bald fertig. Er hat jetzt den Kopf in etwa auf Noppenkontakt gebaut, bis knapp unterm Rand. Und wird euch gleich nochmal zeigen, wie er dann die Paste verteilt. Übrigens für mich das auch das erste Mal Paste verteilen. Seht ihr aber gleich, wie einfach das ist, hoffe ich. Zu den Möglichkeiten, wie man denn jetzt die Tabak-Paste-Kombination machen kann. Stinkt normal. Kopf. Man kann zum Beispiel die Hälfte vom Kopf mit Tabak machen, die andere Hälfte mit Paste. Man kann natürlich unten den Boden leicht mit Paste bedecken, darüber den Tabak. Oder man kann halt erst den Tabak reinmachen und danach oben einen Ring. Ist gehüpft wie gesprungen eigentlich, wie ihr es macht, wie es euch am besten schmeckt und wie es am besten für euch performt. Boah, performance-technisch sind die eigentlich relativ gleich alle. So. Und ja, es geht los. Er trägt jetzt mit sehr viel Zärtlichkeit die deutsche Präzision. Deutsche Präzision. Die Paste ringförmig auf, ist ganz schön viel genommen, du. Volkswagen, das Auto.
soll ja was nachschmecken, was. So, und jetzt könntest du theoretisch noch ein bisschen den Kopf so reiben, damit nochmal die Paste ein bisschen besser in Tabak auch nochmal einsickert. Durch die Zentrifugalkraft meinst du, soll die genau, sich verteilen? Okay. Aber nicht zu extrem, weil sonst fliegt die Paste gleich weg. Siehst du, mit leichten Bewegungen, ganz zärtlich müsst ihr da arbeiten, dass sich nochmal ein bisschen die Paste in den Tabak reinsaugt. Und delicious. Zärtlich kann ich. Also was ich jetzt schon gemerkt habe, gerade beim Auftragen von der Paste, gebt schön ordentlich, versucht gleichmäßigen Druck drauf zu geben. Ich habe es fast geschafft hier bis an auf eine Stelle, da ist ein bisschen weniger hingekommen, aber ich glaube, ja, ich wie der Flo schon gesagt, ich habe schon eine relativ große Menge genommen. Mal gucken, ob das gleich performen wird oder Paste sehr den normalen Tabak überlagert. Was wir hier für Sorten haben, fangen wir hier drüben an. Der Colin hat euch ja schon gerade den Cinnamon Gum vorgestellt. Dann haben wir noch einen Lemon Mint, der natürlich Limone, Minze ist. Dann haben wir den Hyperjump, die Sorte habe ich noch nicht so ganz identifiziert, was sie eigentlich ist, aber schmeckt auch ziemlich gut. Dann haben wir nochmal den Space Smoke, ist auch eine Früchtmix, wie ich rausschmecken konnte. Dann den Blueberry, erklärt sich auch von selbst. Dann haben wir noch den Orange Grape Mint, Orange mit einer Grape und natürlich Minze, wer hätte es gedacht. Doppelapfel, auch für die Doppelapfelliebhaber gibt es eine Alternative zum Tabak. Und hier drüben habe ich noch den Grape Mint, Standard Traube Minze. Den Spicy Peach and Lime ist ein Pfirsich mit Lime. Und den ich dann probieren werde, den Monster Green, der mir ausschaut, als wäre es eine Mischung mit Kiwi. Auch wieder eine Limone drin und ja. Hatte ich noch einen grünen Apfel dabei? Nee. Keine Ahnung. Ja. Mit welchen ich den kombiniere, muss ich gerade mal überlegen. Was wollen wir denn mal nehmen aus den ganzen? Ach so, dann würde ich den mit irgendwas Fruchtigen. Hier, mach doch Lemon Mint. Lemon Mint machen wir noch dazu. Gut, dann bitte ich dich mal kurz zu rutschen. Zum Kopfbau. Ich nehme auch ein Werkbund Zeus, damit wir ähnliche Gegebenheiten hier haben. Und vorher gut schütteln, ne, damit sich das nochmal alles gut verteilt da drin. Aufmachen. Normalerweise ist da noch dann hier so eine kleine Folie, die natürlich abmachen. Ne? Das ist ganz klar. Was du sagst, ja. Und das, dann tue ich da schon mal ein bisschen Paste rein. Also das Gefühl beim Bauen ist auf jeden Fall befriedigend, wenn ich sehe, wie das Zeug da reintropft. Delicious. Habe ich richtig Bock, mir das auf die Tube zu schieben. So, mach den halben Kopf mit den Monster Green und mit den Lemon Mint. So, man sieht auch, die Pasten sind gefärbt, was sie auch nochmal ein bisschen fürs Auge schöner macht. Die ist jetzt auch wieder so grün und vom Geruch her, also wirklich spitzenmäßig. Man möchte die glatt so schnabulieren. So, auch wieder schön was reinmachen. Sieht man jetzt nicht so gut, weil wir jetzt nicht den Kopfbau direkt filmen. Aber ich zeige euch das nochmal. So habe ich es einfach hingemacht. Grob den Boden bedecken. Und dann auch wieder... Halt mal die beiden mal ganz kurz nebeneinander. Bisschen shaky shaky machen, damit sich alles wunderbar verteilt da drin. Und ja, so haben wir jetzt das Ergebnis, wie unsere beiden Köpfe aussehen. Das reicht auch schon komplett von der Paste. Das war jetzt, lass es ja eine gute halbe Tube sein. Ist jetzt ein bisschen mehr, weil der Werkbund Zeus ja auch ein relativ großes Depot hat. Ja, dann ja, ob Lago oder M irgendwas nehmen werdet, dann werdet ihr, denke ich, nicht ganz die halbe brauchen. Ja, geraucht wird damit standardmäßig mit einem Kalaut oder Alufolie, wie ihr wollt. Das nimmt sich jetzt nichts. Das war's mit dem Kopfbau und kommen wir gleich zum Anraufen. So, so, und da sind wir wieder, eure Smokefathers. Also, mein Kopf ist jetzt schon an, wir haben den jetzt schon ein bisschen angeraucht. Dadurch, dass wir Tabak haben, habe ich jetzt auch eine Kohle runtergenommen. Flo hat schon gemeint, normalerweise kann man die Paste durchgehend mit drei Kohlen rauchen, aber da merke ich jetzt schon, dass mein von Tabak am Anfang jetzt ein bisschen kratzig wird. Auf jeden Fall innerhalb von 2-3 Minuten ist der Kopf richtig an. Aber natürlich entfachen die Pasten noch nicht den vollen Geschmack. Aber man merkt auf jeden Fall schon unterschwellig so eine leichte Schärfe von der Zimtnote. Also es ist kein süßes Zimt, sondern wirklich so ein bisschen aggressivere Zimtnote, sage ich jetzt einfach mal dazu. Aber mit dem Apfelkuchen von Hukain eine wunderbar köstliche Kombo zu Weihnachten, muss ich gleich sagen. Da steht die Mütze gleich wie eine Eins, wenn man an dem Schlauch zieht. Also beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Passend zur Adventzeit haben wir uns gedacht, machen wir mal die Mische. Und ihr seht auch Rauchentwicklung 1A. Dann kommen wir nochmal kurz zum Anrauchen. Wie der Colin es schon erwähnt hat, nach 2-3 Minuten war der Kopf auch an mit Paste.
Bei meinem dauert es ein bisschen länger. Das steht auch auf der Seite, beziehungsweise auf den Pasten auch drauf. Pasten brauchen 10 bis 15 Minuten, ehe sie so langsam kommen. Und es kommt ein bisschen Rauch. Man sieht, jetzt ist schon ein bisschen was in der Bowl drin. Ich kann ja mal ziehen. Wir haben jetzt so 10 Minuten in etwa gewartet mit dem Kopf hier. Und es kommt halt noch nicht so viel. Aber wenn er dann halt da ist, dann ist er halt auch da. Ne? Wo man nur eine fette Kohle drauflegt. Nee. Auch nochmal zu den Kohlen dann. Den Paste kann man auch ohne Bedenken mit 3 Kohlen durchgehend rauchen. Steht auch drauf, du sollst denen möglichst viel Hitze geben. Eben weil das halt normaler Tabak halt nicht ist. Und es wird jetzt chemisch und ich kenne mich damit jetzt auch nicht zu 1000% aus, wie das mit den Pasten denn nun funktioniert. Ich denke mal, es wird auch auf so einer Art Molassebasis. Und ich denke mal, dadurch, dass durch den großen Werkbund gibt es halt die Hitze zwar von oben ab, aber da muss sich auch noch der Kopf ein bisschen drumherum mit erhitzen. Ich kann den Kopf mal anfassen und ja, langsam wird er warm, aber ist halt noch nicht so auf dem Level, wo man sagen kann, jetzt kann die Paste richtig performen. Ja, sagen wir warten noch mal ein bisschen, der kann jetzt schon rauchen, ich muss mich noch ein bisschen gedulden mit meinem Kopf, aber wir sehen dann das Endresultat, wenn beide Köpfe richtig an sind und dann geht's los gleich. Gibt's einen schönen Rauchvergleich. A few moments later. Moin Meister, ich glaube die Kohlen sind bald leer. Und wie sieht's aus bei dir? Also bei mir sieht's jetzt noch nicht so gut aus. Man kann es jetzt natürlich nicht mit Tabak vergleichen. Ne? Es ist ja jetzt auch nur so, ne? Beispielhaft habe ich das jetzt mal gemacht. Vielleicht habe ich auch zu wenig Paste genommen. Ich bin da auch noch kein Probi drin, muss ich sagen. Der läuft jetzt 20 Minuten in etwa. Ja, es geht auf jeden Fall. Also geschmacklich wirklich top. Kann man nicht, also ich würde jetzt keinen Unterschied zum Tabak schmecken auf jeden Fall. Aber vom Rauchvolumen merkt man halt, eine Paste kommt halt nicht zu 1000% an einen Tabak dran. Jetzt beispielsweise bei Colin, du kannst jetzt mal kurz einen Rauchvergleich machen. Ja, da kommt schon ein bisschen was. Wenn ich jetzt mal Es geht auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall. Man kann mit rauchen. Ihr müsst schon Zeit mitbringen, wenn das Ding. Also ihr müsst es wahrscheinlich schon erstmal wirklich eine halbe Stunde, 20 Minuten stehen lassen, richtig, bevor da überhaupt was kommt. Gib ihm mal. Ich könnte jetzt noch eine fette Kohle auflegen. Ob das jetzt groß was tut, weiß ich nicht, weil halt eine Paste kommt halt nicht an Tabak ran. Aber es ist halt auch ein Ersatzprodukt, wie es der Name schon sagt. Ja, und dafür, dass es ein Ersatzprodukt ist, kommt es schon ziemlich nah an originalen Tabak ran. Ja, überlegen dann noch, ob wir jetzt vielleicht demnächst nochmal ein paar Steine ordern und vielleicht jetzt nochmal mit den Ersatzprodukten, gerade wie wir vorhin schon gesagt haben, dass es ja mit den Tabakgesetzen wieder ein bisschen problematischer wird, ob man da in die Richtung vielleicht was Passendes findet. Es gibt ja auch noch Fasern. Die man rauchen kann. Weiß gar nicht, das sind einfach nur, glaube ich, Pflanzenfasern, die da eingeweicht sind mit Molasse. Mal gucken, ob man da vielleicht bessere Ergebnisse ziehen. Die werden, denke ich mal, auf jeden Fall schneller warm. Ja, dann gibt es halt noch die normalen Rocks halt. Tukain hat da ziemlich viel im Angebot. Da haben wir auch schon ein paar Ice Rocks da, die als Ergänzung auch wunderbar funktionieren. Deswegen diese ganzen Ersatzprodukte würde ich jetzt auch einklammern unter Zusatzprodukte zum normalen Tabak. Weil du kommst daran halt an eine Minze, an eine alte Minze wieder ran. Du kommst damit an komplette neue Varianten dran. Du kannst jetzt 5 Sorten Tabak reintun und noch 4 verschiedene Pasten. Und du kannst dir den Kopf voll ballern bis zum Get-No und hast ein Geschmackserlebnis. Ja. Wie gesagt, hier haben wir eine beispielhafte Mische, wie es wirklich gut schmeckt. Das ist der Space Smoke halt Simt oder so mit American Pie. Und das ist halt wirklich eine wunderbare Wintermische. Es wird ja jetzt kalt draußen und da ist diese Mische wunderbar. Kommt schon fast in die Richtung fruchtiger Lebkuchen. Auf jeden Fall übelst geil. Wir werden jetzt noch gucken, die Köpfe noch ein bisschen leer rauchen und dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Adventszeit und eine schöne Weihnachtszeit. In diesem Sinne, like das Video, abonniert uns auf YouTube und auf Instagram. Lasst doch einen Kommentar da, ob ihr vielleicht irgendwelche Ideen habt zu irgendwelchen Produkten, die wir nochmal vorstellen können. Und dann war's das erstmal mit dem Video. Eure Smoke Brothers!